Technology. Die Advanced Technology sind die Orangen. Ja. Da könnte man damit forschen. Egal, was das alles uns bringen wird. Es kostet auf jeden Fall ein bisschen was, herzustellen. Aber erstmal Crafting-Speed. Genau, damit endlich das mal schneller geht. 650. Da kriegst du echt alle Zustände hier. Wenn du im Inventar was craften musst. Läuft, das muss man ja dazu sagen. Die Forschung läuft, wir sind positiv gestimmt. Wir werden es weiterlaufen lassen. Naja, einfach um diesen Prozess des Wartens zu beschreiben. Ja. Dann müssen wir eh schauen, dass wir unsere Fabrik ordentlich aufbauen. Die ist ordentlich. Naja, noch läuft nicht alles rund. Ja, aber sie läuft. Wenn man sich vorstellt, welches Konstrukt wir hier oben haben. Ich finde es ja immer toll, wenn der Zug kommt. Ja, die Züge müssen wir auch noch ausbauen. Ja, das hast du eigentlich heute mal gesagt. Komm, lass uns mal das Zugnetz Richtung Osten sehen. Ja, ist wohl nichts draus geworden. Tausende andere Probleme. Ja, wir müssen Probleme beheben. Das ist halt. Ja, das Gleiche. Immer dasselbe mit dir. Nur Probleme beheben. Aber man muss sagen, die Produktion arbeitet. Wir haben zwar noch nichts produziert, aber. Es fühlt sich. Ja, ab und zu ein paar sind schon drin. Schau, bei mir sind schon ein paar. Ja, bei mir nicht. Die Roten sind noch nicht runtergekommen, bis in die. Doch, die Roten gehen schon runter zum Meer. Blaue? Halt vorne nicht. Blaue haben wir genug. Ja, blaue tun wir ja cheaten. Ha, ne, cheaten nicht. Ja, riesig. So, was ist denn da mit dem Kupfer-Scheiß da? So, das wird da gesplittet, das wird da gesplittet. Das hat. Was haben wir hergestellt? Geschwindigkeit 2,75. So. Na, mal gucken. Und so. Also, grüne läuft, ja, es wird plus. Das ist gut. Zumal halt die roten ein bisschen ausbauen. Weil kupfermäßig ist momentan noch gut. Solange sich staut. Aber es ist ein grüner Bereich. Mit der Küste. Bauen wir eine ordentliche Automatisation von Zahnrädern. Ich bin da wirklich am überlegen. Bei der roten könnte man das umbauen. Eins, zwei. Schwinde, es sind meine. Meine roten Schaltkreise. Deine, Digga, nichts. Aber es ist meins. Nix deins, meins. Dann noch so einer. Zack. Was fehlt denn immer da? Kupferkabeln, okay. Das heißt, die Kupferkabel müssen wir schneller machen. Da brauchen wir vielleicht ein Stäbchen. Es wird Licht. Es ist eher Licht. Wird Licht. Insgesamt merkwürdig. Die ganze Lichtverhältnisse hier bei uns. Cool, so. Sind natürlich mehr Kupfer aufgefressen. So. Wir brauchen einen Filter denn und der sagt, lass nur das raus. Oh, Strom. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich habe was abgebrochen. Warum machst du das? Weil das wirklich immer bei uns so viel über eine Leitung läuft.
Sehr gut. Oh, halt mal. Was ist jetzt los? Eine zweite Leitung. Ich habe irgendwas drei Türme in einen Kampf verwickelt. Ja, hier oben, oder? Ja, bei mir hat gerade der ganze Bildschirm geflackert. Ja, hier oben in Kuba, hast du, oder? Soviel ich verstanden habe. Ja. Laut Karte. Da hinten sind die Monster da. Immer. Da waren sie. Da waren sie gewesen sein. Sie haben es mal ausgekundschaftet. Haben festgestellt. Doch, vielleicht nicht so gut. Wir kommen nicht wieder. Doch, sie werden wiederkommen. Und uns ärgern. Es sind Monster. Durchaus, ja. Oh, wir haben schon drei. Das heißt, wir finden noch zwei Geschwindigkeitsmodule. Zwei, dann haben wir einen Dreier. Oh, sie greifen schon wieder an. Der flackert immer, wir haben Stromprobleme, oder? Ja. Und deshalb flackert immer alles, weil die ganzen Lichter ausgehen. Genau. Voll verwirrend. Weil das, aber eigentlich ist eine geile Anlage, weil du siehst, sobald der komplette Bildschirm flackert. Weißt du, wir werden angegriffen. Was? Nicht im Sinne des Erfinders. Wer ist der Erfinder? Also ich nicht. Ich auch nicht, aber. Was? Es ist halt nicht im Sinne des Erfinders. So, jetzt haben wir das auch noch. Somit läuft das da drin komplett autark. Sehr schön. An die ganze Zeit angegriffen. Was ist denn da drin los? Ich komme mal vorbei. Ja, wenn ihr nicht lange läuft, ich versuche gerade mal zu gucken. Bin einfach zu dumm, da was zu finden, was ich brauche. Aber die Monster sind wirklich zu dumm. Wisst ihr, die, wie die da oben langlaufen? Ja. Bräuchten halt größere Akkumulatoren. Ja, ich baue gerade mal noch ein paar zusätzlich wenigstens. Ja, wir haben die halt auch noch nicht erforscht. Dann könnten wir halt damit solche Engpässe ausgleichen. Ja, wenn man ein paar hinzufügen, ist ja auch schon mal viel getan. Ja, fünf Stück. Ja, immerhin etwas. Hammer. Was ja, fehlt denn? Kupfer. Nicht? Jetzt fehlt wieder Kupfer natürlich, klar. Ja, wir haben genug gesagt ohne Solarzellen. Was natürlich auch geil wäre, mal ohne Akkumulatoren zu spielen. Ja, okay, das glaube ich ist nicht so schwer. Ja, Solarzellen bringt dann aber auch nicht viel. Also, ja, tagsüber. Stimmt halt natürlich auch, aber. Ich glaube, das ist sogar noch härter. Ja, aber wir sind jetzt auch ohne Akkumulatoren sozusagen, haben wir gespielt bis jetzt. Jo. Ging ja auch. Also, Sinn des Erfinders. Hier sind überall Roboter. Arschgeil. Das im Sinne des Erfinders ist. Ja, Flugroboter ist schon im Sinne des Erfinders. Sind mir hier eindeutig zu viele Fließbänder. Ja, die müssen wir dann mit der Zeit irgendwann mal abschaffen. Aber eigentlich kriegen wir doch eh Kohle geliefert, oder? Ja, aber ich wollte die da unten trotzdem zusätzlich. Weil damit das Feld wegkommt da unten. Achso, da haben wir jetzt noch kein Strom hier unten. Ja, weil ich gerade ein bisschen hier. Ja, wir brauchen auch mal richtig lange Leitungen. Über Landkabel. Ja, wir haben eh mit 40 lange Reichweite, was reg ich denn auf? Ja, aber wir haben hier überall halt kurze Stehen. Ja, das ist das Einzige. Wir müssten ja. Wenn du halt einen cuttest, kannst du mir die ganze Anlage stellen. Ja. Du musst halt einfach mal ein paar mehr Querdinger machen, irgendwo zwischen rein. Pro Abteil mal einen großen. Von dem wir ausgehen. Zum Beispiel. Oh, wir haben 8, 9 Rote, bist dem nicht. Schon sind sie wieder weg. Hat halt jetzt alles davon angeliefert. Ja, jetzt haben wir halt wieder Kopf. Und hier oben. Wann geht das ganze Kupfer eigentlich? Das geht in unsere Kiste.
Ja, hier oben haben wir halt auch die ganze Produktion. Wenn wir die ganze Produktion hier oben eigentlich auch erstmal auf unten legen würden, hätten wir auch schon mal ein bisschen was. Ja, aber hier oben läuft ja trotzdem, die ganze Forschung läuft da oben drüber. Das dürfen wir nicht vergessen, die blauen, die grünen, die roten, die laufen alle über die Produktion da oben. Wenn wir das jetzt weg tun, müssen wir alle drei Farben neu machen. Ja, wir müssen halt nur das hier anliefern. Naja, aber da oben ist eine eigenständige Produktion, die was läuft. Ja, fast schon. Vorerst mal, bis wir mal genug haben, dann könnten wir es umsiedeln, würde ich sagen. Na, langsam wird die Kiste voll. Ja, wenn sie dann voll ist, schaut sie wieder anders aus. Gut, dann bauen wir noch ein bisschen. Bei Lichtbogenöfen reingeklatscht, dann passt das. Ja, das wird nichts bringen, wenn wir Stromprobleme haben. Oder? Haben wir? Naja, verstehe es. Schwankt schon sehr. Also ja, ein bisschen ausbauen. So viele Dinge im Inventar. Komm. Komm, Maria. Lass uns nach Frankfurt. Ein Geschwindigkeitsmodul 3 haben wir entwickelt. Bist glücklich. Ja. Einsam. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht's denn aus? Wegen der Zeit. Ja, 86 sind wir. Ja, ich weiß. Ja, bis 90 haben wir gesagt. Ja, deshalb meine ich. Ja. Hab's nur noch mal gesagt. Haben wir noch ein bisschen. So. Na, hier oben die Fabrik, die versteht eh keiner, was wir da wirklich gebaut haben. Gehen wir wieder runter. Das lassen wir dann später alles einfach abreißen. Warum? Weil wir es können. Weil wir es können. Aber Crafting Speed ist noch nicht fertig. Ja, danach kommt ja wieder Crafting Speed, aber ein bisschen schneller. Aber dieser Crafting Speed dauert jetzt am längsten. Ja, da braucht er 650, glaube ich, gell? Vor allem Crafting Speed geht bis zu Stufe 20, da sind wir dann bei 500%. Ja. Und wenn du dir das anschaust, wie teuer das zwischendrin ist, oh mein Gott, die letzte Forschung vor allem. 1800 von jedem. Ja, weil wenn du jetzt schaust, die nächste kostet nur 300. Dann 400 beide, 500. Ja, dann geht's erstmal wieder. Ja, bis zum 13er, der ist halt teuer. Ja, beim 12er ist es auch schon. Na, ja, 12er 900, okay. Beim 11er geht's eigentlich los. Das ist teuer. Beim 10er geht's noch, weil da brauchen wir nur grün und rot. Ja. Ja, was willst du machen? So, jetzt haben wir wieder genug Kupfer, aber woran scheitert es jetzt? An nix. Gut. Waren die vier ersten Würmer reingeklatscht. Ja, voll. 5-mal. Nein, nur normale. So, was sagt die Kiste? Die Kiste sagt, sie hat noch 2 Stacks zu befüllen. Ja. Gut, ist sehr gut, ist sehr gut. Ja, du hast ja Lichtbogenöfen ausgebaut, deswegen, ja. Was? Du hast ja Lichtbogenöfen ausgebaut, deswegen ist er schneller. Nee. Ich glaube, die sind noch nicht angeschlossen. Doch, sonst. 1. 3, 2. Ich hab jetzt voll reingeklatscht. 360. Na, aber jetzt nur unten die Kupferproduktion. Das müssen wir auch mit dazu bedenken. Alles läuft über unten. Ah ja, oben hast du weggetan, die rechts, gell? Ja. Ah. Hauptsache die Roten, die werden jetzt so weggefressen von unseren Modulen da oben. Aber schau, die Roten stauen sich schon hinten. Ja. Wenn sie die einmal durchgestaut haben, dann passt ja. Dann passt. Wir haben schon 2 hergestellt. Von den oberen. Ja. Und mehr macht er auch nicht. Ist ja erstmal in Ordnung. Ja, man könnte jetzt mal fehlerweise hier hingehen und einfach mal hier die roten klauen. Und die oben reinstecken. Vorne reinlegen. Bist du aber ganz schön gemacht.